Man müsste motorisiert sein, um mit dem Tempo unserer Zeit Schritt halten zu können. Denn jeder, der Erfolg haben will, hat es eilig und ein Auto. Jeder? Nein. Nur 2% aller Arbeiter und Angestellten besitzen einen Wagen. Die anderen gehen zu Fuß oder fahren so. Kein Wunder, dass der arme Mann nur noch vom Auto träumen kann. Dieser Herr hat ein Auto. Täglich hastet er von Geschäft zu Geschäft. Das ist kein Vergnügen. Ebenso wenig wie das Einsteigen in seinen Wagen. Aber schließlich klappt es. Er fährt los, doch fühlt er schmerzhaft jeden Stoß. Na endlich! Seines Lebens schönster Traum, ein kleines Fahrzeug mit viel Raum. Diese junge Dame hat Raum, aber nur im Wagen. Denn wie sie sich auch dreht und windet, sie nirgends Platz zum Parken findet. Ja, was nun? Man müsste einen sportlich eleganten Wagen haben, der überall geparkt werden kann. Mit diesem Fahrzeug ohne Tücke findet Raum sie in der kleinsten Lücke. Ein schöner Traum, nicht wahr? Diese Familie träumt auch von einer Ferienreise im eigenen Wagen. Doch der schönste Traum zerrinnt, wenn zu rechnen man beginnt. Ja, man müsste auch mit einem kleinen Einkommen sich ein Fahrzeug leisten können. Dann wäre es endlich möglich, auf den eigenen vier Rädern zu reisen und alle Wunschträume Wirklichkeit werden zu lassen. Man glaubt es kaum. Es fand Erfüllung, dieser Traum. Ja, alle diese Wunschträume haben Erfüllung gefunden. Erfüllung in der BMW Isetta, dem schnittigen Motorcoupé mit dem erprobten 250 Kubikzentimeter BMW-Motor, den die Welt bewundert.